Hallo, ich bin der Neue. Nein, ich bin nicht der Neue. Ich bin immer noch der Toto, der ab und zu im Moment nur Clash of Clans spielt. Und damit erstmal willkommen zu einer Folge, dessen Spieles hier ich im Moment eher wenig fröne. Das liegt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so an der Stimmung draußen liegt oder an der eigentlich doch so guten Luft oder an der dicken Luft. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es im Moment so, dass es mich halt viel, viel mehr raustreibt an die frische Luft abends vor allen Dingen. Das merkt man, dass ich jetzt auch in der letzten Woche null gestreamt habe und auch womöglich diese Woche das noch gar nicht machen werde. Weiß ich noch nicht. Das ist immer so Bauchgefühl abhängig, aber so ein bisschen Gedanken mache ich mir natürlich auch, wie kann es denn eigentlich so weitergehen? Und denn ich habe ja irgendwo den Rathaus 14 Account hier. Noch so ein bisschen zu bespielen ist gut. Ich habe im Moment nur zwei Bauarbeiter in Bewegung. Ich meine, wenn man hier 6 Tage lang, glaube ich, ich muss mal gerade gucken, ja, wenn man 6 Tage nicht angreift, dann muss man sich nicht wundern, dass man natürlich nichts in der Pötte hat, außer so ein bisschen Minen und Sammler. Und dementsprechend ging das hier natürlich ultra schleppend zurecht. Wie viel gehen hier denn eigentlich rein? 10, naja, da habe ich ja doch gestern oder so mal abgesammelt. Also ganz so schlimm ist es denn nicht. Ich habe nämlich ein bisschen gespendet hier und frage mich natürlich, wohin mit den Hämmern? Denn ich kann jetzt auch mal wieder Hämmer nehmen oder Hammer nehmen. Hammer des Helden kann ich im Moment nicht nehmen. Da habe ich jetzt noch einen. Ne, ich habe eigentlich keinen mehr. Ne? Ich habe eigentlich keinen mehr. Lass mal gerade gucken. Doch, ich habe noch einen Heldenhammer. Ich weiß nicht, wohin damit, Leute. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Heldenhammer. Und könnte mir aber einen Gebäudehammer holen. Also einen Hammer des Bauens. Ich glaube, den einen Hammer nehme ich auch noch mit, denn ich habe das Rathaus auf Stufe 4 schon gelevelt hier. Das heißt also, ich habe Stufe 1 oder na sagen wir so, Stufe 2 und 3 habe ich, glaube ich, gegammt. Und Stufe 4 habe ich dann laufen lassen. Ich glaube, lief jetzt 9 Tage oder so. Ist gestern, glaube ich, ausgelaufen. Und ich würde sagen, wir machen in jedem Fall das Rathaus fertig. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Das spart zwar jetzt nicht so viel. Die Scattershots sind teurer. Ne? Die kosten 15,2 Millionen. Das weiß ich. Das ist ja auch. Ich meine, welche defensive Masse eigentlich hoch? Klar, Rathaus, Scattershots, Adler. Aber ich denke, wir befreien uns erstmal von dem hier. Dann haben wir zumindest den Giga-Inferno-Turm auf, ja, Max Level hier für das Rathaus. Und so schlecht ist das ja jetzt auch nicht. Also soll uns ja auch ein bisschen weiterbringen. Könnte mir dann in 7 Tagen dann jetzt auch wieder den nächsten holen. Klar. Aber ich glaube, da unten die beiden anderen, die brauche ich nicht mehr. Weiß ich nicht, habt ihr sie noch eingesetzt? Ich meine, mein Labor läuft auch nicht. Aber das Labor, das muss jetzt auch nur noch für Sachen laufen. Deren Truppen und Zauber habe ich eh alle, ich nicht so ultra, ja, ich will es mal sagen, so ultra gerne nehme. Also es sind nicht meine favorierten Truppen, deswegen ist das nicht so schlimm, dass da unten das Labor nicht läuft, aber auf jeden Fall haben wir das Ding jetzt schon mal durch. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, habe ich auch noch was gemacht. Ich war die Tage doch noch mal kurzfristig shoppen. Ich war doch noch mal kurzfristig shoppen, denn ich habe mir denn doch die epische Dschungelszenerie gegönnt. Also können wir die ruhig mal auswählen und hier equippen. Finde ich nämlich sehr, sehr schick, vor allen Dingen da hinten mit dem hier heftigst auslaufenden Gold. Und ja, der spricht auf jeden Fall Bände. Eigentlich ist eine Figur aus Clash Royale, ne? Da gibt es diesen Blasrohr-Heini, diesen Blasrohr-Schützen, der so eine Art Voodoo-Maske auf hat. Aber die Szenerie habe ich mir gegönnt. Und ich habe mir auch den Skin hier gegönnt für die Heldin. Das heißt also, dieser nette Skin hier, Dschungel-Gladiatorin, den finde ich nämlich sehr, sehr gut. Sieht sehr, sehr schick aus. Und habe ich mir auch gekauft. Ich meine, Leute, das waren jetzt 7,99 und 4,99. Ich glaube, das konnte man mal machen. Und habe aber auch die erste Errungenschaft übrigens auch fertig, Leute. Ich habe die erste Errungenschaft auch fertig, was die neuen Errungenschaften angeht. Denn ich habe schon 50 Karren gespendet. Spende
eine Belagerungsmaschine. Man muss da erstmal 50 Stück machen, das habe ich exakt gemacht. Dafür gab es 20 Gems. Okay, es gibt jetzt 100 Gems mehr, also das Fünffache an Gems mehr, für das 19-fache, was ich jetzt an Belagerungsmaschine verspenden muss. Das steht überhaupt nicht im Verhältnis, als ich das gesehen habe. Wieder mal diesen Sprung hier von Spende 50. Gibt es nicht so einen Sprung, so Spende 400 oder 500? Nein, Spende 1000. Ich war wirklich so ein bisschen, alter Supercell, was machst du? Und dann nur 100 Gems, weißt du? Ich muss dann das 19-fache erbringen und bekomme nur das 5-fache an Gems. Also das ist mal wieder, finde ich, tut mir leid, eine Frechheit. Genau wie hier unten dieses mit den 100 Gems für 5000 Angriffe verteidigen. Ich weiß, das kann man da unten irgendwo in Bronze ganz, ganz schnell erledigen. Aber trotzdem finde ich die beiden Sachen hier doch eher eine Frechheit von Supercell, uns da so wenig zu gönnen. Aber immerhin, das haben wir gemacht. Pass hatten wir ja sowieso schon fertig. Und Kobolde haben wir equipped. Oh, ich habe noch wieder ganz, ganz was vergessen. Wenn man natürlich gar nicht spielt, verpasst man auch die Clanspiele. Ja. Dann verpasst man auch die Clanspiele. Und ich habe sie aber nicht verpasst. Ich habe 0 von 4000 Punkten. Ich glaube, ich habe im Moment einen einzigen Charakter oder zwei Charakter, die überhaupt schon so ein paar Punkte haben. Wo ich ein bisschen Clanspiele gespielt habe. Die Jungs und Mädels hier im Clan. Free-to-Play sind natürlich schon durch mit ihren, und ich würde sagen, wir nehmen mal hier so ein Ding hier, denn so eine Kaserne können wir immer ganz gut mitnehmen und müssen da 3 Sternchen holen. Die Armee da unten habe ich jetzt auch nicht mehr, das ist aber auch nicht so schlimm. Auch die Kobolde, ja, das war auch wieder unsinnig, habe ich mir die Kobolde genommen, dass ich sie in der Armee habe, und dann spiele ich 3 Tage nicht. This makes no sense, würde ich sagen. Das macht mal überhaupt keinen Sinn. Also wenn, dann sollte ich das dann schon so machen, dass wenn ich denn irgendwas erstehe, dann sollte ich es auch spielen. Oder ist das auch für Spielzimmer? Man sieht das hier unten so ein bisschen so an den Mauern. Und den können wir eigentlich mal mitnehmen, würde ich sagen. Wo sind denn die Skellies? Ah, die sind da. Okay. Dunkle Bohrer hat er überall in jedem Feld einen stehen. Okay, ich will jetzt nicht sagen, das ist perfekt, aber... Es ist für mich schon mal in Ordnung. So will ich es mal sagen. Es ist für mich schon mal in Ordnung. Dann machen wir hier so ein kleines bisschen schon mal weg. Oh, da haben wir Clanbuch hat er auch. Okay. Clanbuch hat er auch. Okay. Ja, jetzt kommt Toti. Clanbuch hat er auch. Ja, klar, der Clanbuch. Natürlich hat der Clanbuch. Ja, keine Frage. So, Clanbuch haben wir aber auch. Das ist auch keine Frage. Und wir haben auch ein paar Mauerbrecher dahinter. Dann haben wir die Helden hier, ja. Auch bei den Helden muss ich ganz klar sagen, wo ist mein Gift? Da ist mein Gift. Dass ich mich immer noch nicht drum bemüht habe, mal ansatzweise zu lernen, was machen denn eigentlich diese Heldentierchen. Und ich will jetzt nicht sagen, wofür sind die eigentlich da. Aber... Na komm, geht da mal durch. Ah, jetzt gehen die da so einen doofen Weg hier. Da muss ich mich hier auch erstmal ran gewöhnen, dass es hier ein wenig schleppender gerade geht. Oh, da sind aber immer noch welche. Da sind immer noch welche am Start hier von den Kobolden. Und da, oh, wer hat sich da denn eigentlich durchgedrungen? Oh, das war ich wollte gerade sagen, die Prinzessin. Nein, der Royal Champion. Der Royal Champion war es. Und oh, den haben wir eigentlich ganz gut gemacht, würde ich sagen. Da können wir nochmal die Queen zünden hier. Nehmen wir mal unsere paar Magier hier hinten. 1, 2, 3 von denen. Ja, das Rathaus brauchten wir ja noch nicht. Ein paar Ressourcen stehen da hinten noch. Aber der Kollege hier ist auch nett am Pumpen. Also auch alles am Boosten hier. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht, um hier so ein bisschen mehr reinzufahren. Oder na, ein bisschen mehr reinzufahren. Und ja, Sternchen haben wir gemacht. Ist ja in Ordnung. Und dann gucken wir mal, dass wir hier so ein Hybrid noch auf die Reihe kriegen. Ich glaube, jetzt habe ich ja noch Kobold. Oder wir können auch da unten die Funny Farm Armee nehmen. Ne? Die können wir mal eben so ein bisschen anpassen. So ein paar Mauerbrecher fehlen da, glaube ich. Und dann können wir die einmal speichern. Dann nehmen wir mal die Funny Farm Armee. Nehmen wir mal normale Kobolde. Ein paar Zauberchen. Das Dunkle müsste ich eigentlich ein bisschen sparen. Dann nehmen wir mal 2 Sprung. Machen wir das mal so. Und dann lasse ich eben mal die Helden so ein bisschen kurz recken. Und dann
Nehmen wir noch einen Stern mit hier, würde ich sagen. Die bauen wir auch nach. Nehmen wir noch einen Stern mit und sehen uns dann nach einem kleinen Cut wieder. Die Gegnersuche dauert genauso lang wahrscheinlich wie die Suche nach meiner Motivation. Ja, ich habe jetzt echt lange suchen müssen, bin aber dennoch fündig geworden hier. Und das Coole ist, wir müssen ja nur Sterne holen. Das ist sehr, sehr cool. Wir müssen ja nur Sterne holen. Und dann klauen wir dem erstmal so ein bisschen hier sein Gold und Elex, würde ich sagen. Oder gehen schon die ersten Richtung Rathaus. Okay. Die können wir eigentlich auch dafür einsetzen, um das Rathaus zu holen, oder? Können wir das machen? Schaffen die das? Zack, zack, zack. Jups, wunderbar. Kurz mal noch die Bombe mitgenommen, okay. Und dann können wir hier. Wo gehen wir denn da rein am besten? Wo gehen wir denn da am besten rein? Da hat er noch ein bisschen mehr Elex. Hier hinten haben wir noch einen Adler, den können wir noch wegmachen. Und auch noch Bohrer. Wo ist denn der dunkle Zapfen eigentlich? Ah, okay, da ist der dunkle, alles klar. Dann nehmen wir den mal mit. Und dann gucken wir mal, dass wir hier etwas mit unseren Helden reißen können, vor allen Dingen. Und natürlich die Clanburg nicht zu vergessen. Einmal die Queen, einmal den Warden. Oh, ich habe ein paar Bowler dabei. Und ein paar Mauerbrecher. Sehr schön. So, dann können wir die mal so nehmen. Wo sind meine Helden? Da sind meine Helden. Und ein paar Magier vielleicht auch noch dahinter. Wir lassen hier auch noch bisschen mal was mitlaufen. Nehmen mal ein bisschen Zauber und dann kann das losgehen. So. So ist natürlich eine fürchterlich blöde Floskel. Ich mach da mal open. Aber es ist, oh, gar keiner mehr da, der da reingehen kann, wa? Ah, doch, so ein paar. Da haben wir noch so ein bisschen Bowler. Okay. Dann legen wir dort mal den Inferno noch mal. Ah, das haben dann unten die Magier gemacht. Perfekt. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Mensch, was hat man viele Zauber hier, ne? Macht sich schon bemerkbar, nur einer mehr, ne? Obwohl es nur einer mehr ist, macht es sich aber ganz schön bemerkbar, muss ich sagen. Und schnell bei den Roll Champion gezogen. Wo ist der Roll Champion? Hier unten ist auf jeden Fall das Pony. Triple Trappel Pony. Heilt da ein Bowler, okay. Sehr krass. Was macht denn da eigentlich? Oh, da oben wieder der Warden. Okay, den haben wir jetzt dann doch auf mehr Sterne gemacht. Damit müssen wir das Clanspiel eigentlich schon geschafft haben, ne? Müssen wir eigentlich das Clanspiel schon geschafft haben. Sehr schön. Das Pony heilt den Bowler. Sehr krass. Okay, damit haben wir das Clanspiel abgeschlossen. Ja, perfekt. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich noch ein neues nehme. Nee, ich glaube, ich nehme kein neues. Ich glaube eher, ich nehme noch einen anderen Account jetzt. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ja, ihr habt gesehen, so ein bisschen steht die Zeit hier bei mir still und auf der großen Suche nach der Motivation, die mich wieder so ein bisschen in die Spiel reinführt hier. Ich meine, nach dem großen Hype habe ich eigentlich auch für mich gedacht, Alter, Farm, 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 aber war gar nicht so, war gar nicht so. Und es gibt, vielleicht werde ich auch davon über erschlagen, dass es hier jetzt gerade so unendlich viel zu tun gibt, muss man ja auch mal so sagen. Denn Helden leveln, Tiere leveln, ich weiß immer noch nicht, was ich hier eigentlich an Tiere level. Dann Upgrade der Base, die Bauhütten sind von den Rändern verschwunden. Sie sind jetzt in der Base. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass diese Bauhütten hier und die sind auch noch so heftig auszubauen. Auf 3 verbessern, aber ich glaube, ich muss sowieso erstmal noch Bauhütten hier normal bauen. Ja, 7, 6, den nehmen wir mit, 8 Tage. Und bevor ich die überhaupt auf 2 bekomme und dann auf 3 und auf 4, das wird also wirklich noch echt noch lange dauern. Aber wie gesagt, lass mich erstmal wieder meine Motivation finden. Zum Hammer haben wir heute schon gefunden. Rathaus ist schon mal am Start und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr wieder am Start gewesen seid, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Und jetzt wollte ich gerade sagen, abonnieren nicht vergessen und am Ball bleiben. Da fällt es mir sogar jetzt gerade schwer, das so ein bisschen vom Start zu geben.
Wie kann man jemanden verfolgen, der eigentlich ganz, ganz wenig oder nichts mehr macht und im Moment die Motivation flöten ist? Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Also nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Toto. Clasht.